Zeit. Guck mal hier. Da ist schon Fliegen, hatten wir schon. Ja, ich bin's. Hab ich doch, geht doch. Hier frisst ist eine Flüssigkeit. Ich muss irgendwo noch was übersehen haben. So, warte mal, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, wir stellen 4-1. Okay, 1, 2. Ja, es sind 3. Okay, das ist schon richtig so jetzt. Varianten berechnen wir. Was gibt es für Möglichkeiten überhaupt? So, 4 Zahlen. 2. 7. 5. 5. Oh, voll schön. Ach komm schon. Das reicht doch. Ja, das reicht doch. Warte mal. 1 und dann ist mit 3. Was war das? 2, 7, 4, 1, 3, 5, 1, 3. Gott. 7, da, nee. 3751. Naja, brauchst du nicht mehr lesen. 3751. Boah. Leere Flasche erhalten. Ich glaube, du musst da rein. Mal Karten. Fein. Well. Gibt's ja nicht viel, wo sie hin kann. Außer ins kühle Wasser. Ach, fuck, meine Morgens gehen aus. Okay. Diesel in Flasche gefüllt. Ah, ich hab da voll. Was ist denn Generator? Ja, Diesel füllen darf. Gegenstände. Diese. Na, sieh einer an. Ups. Das war ja V. Irgendwelche Dokumente. Na, wann kommen? Nicht husten. Irgendwelche Dokumente.
So, weiter geht's. Was ist das hier? Also? Arbeitskleidung. Ja. Okay. Links geradeaus. Du findest nicht hier raus. Labyrinth. Sumpf. Ellen? Achso, die ist traurig. Kommst du an das Seil heran? Ja, ich denke schon. Ah, mein Auge tut weh. Ah. Ah, verdammt. Scheiß Sandkorn. Bist du wirklich nicht verletzt? Nein. Das brennt nur ein wenig auf meinen Rücken. Dreh dich mal bitte um. Ich schau mir das an. Anscheinend haben sich ein paar Blutegel an dir festgesetzt. Was? Bitte mach die sofort ab. Ja, danke. Ja, wir scheinen uns hier drauf. Was ich dir erzählt habe, glaubst du mir das? Ich. Es tut mir leid, aber ich kann sowas nicht machen. Aber hast du denn gar nichts gesehen? Nicht meine Skorpion. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich bring dich schon wieder zum Rein. Ja, ich glaube, die Atome waren nicht. Der kleine Frauenschwarm hier. Es kann sein, dass hier in der Gegend bloß das Skorpion herumlaufen. Ich war heute noch nicht beim Ausgang. Das waren aber keine normalen Skorpione. Die waren so groß wie ein Hund. Jake hat es auch gesehen. Das ist doch für Jake. Denken Sie sich bestimmt. Was wird das hier? Sandra. Hatte Blutegel an ihrem Rücken, ich habe nur die Wunden behandelt. Ach ja? Dann verschwinde jetzt, ich kümmere mich um sie. Na gut. Ich gehe mal. Sandra, gute Nacht. Okay, gute Nacht. Hängt der Typ öfter bei dir rum? Nein, er hat mir nur geholfen, aus einem Loch zu kommen. Aus einem Loch? Naja, was soll's. Ich habe bis jetzt noch kein Auto gefunden. Das läuft. Werde mich morgen weiter umschauen. Ich will hier auch endlich weg. Keine Angst, wir kommen hier schon weg. Hey, wie wär's? Ich könnte dich doch ein wenig massieren. Nicht jetzt. Oh Mann, Alter. Warte mal. Ich muss gerade davon husten. Er sieht sie halbnackt auf dem Bauch rumliegen, wahrscheinlich statt sie auf dem Arsch, und er sieht, dass sie mit von Blutegeln irgendwie gebissen wurde. Beziehungsweise sieht er, dass sie gebissen wurde. Und dann fragt er noch eine Massage. Naja, okay, gut. Scheiß anmachen. Dreh dich mal bitte um. Ich möchte mich wieder anziehen. Ganz wie du willst. Was soll das? Möchte diese Nacht bestimmt nicht alleine bleiben, oder? Nein, ich dachte mir schon. Ich habe aber keinen Bock, in diesem Scheißstuhl zu schlafen. Ist schon okay. Dann komm eben mit ins Bett. Ob das auch im wahren Leben klappt? Ich habe die Bock, das zu testen. Oh, wo bin ich hier? Ich war doch eben noch im Bett. Jake? Alan? Okay, gut, sie läuft herein. Oh, du machst voll diesen Alan, was? Oh, der Blick. Du bist zum Glück auch hier. Ja, schon ein bisschen. Ja. Antworte gefälligst. Bedeutet dieser Typ dir was?
Das ist schon wieder falsch. Was? Nein, ich kenne ihn doch kaum. Wieso? Wieso bist du so wütend? Ja. Ich glaub dir nicht. Warum lügst du mich an? Ich lüge dich, das ist die Wahrheit. Ja, ich bin niemals eine Frau dran. Was ist los mit dir? Ich hab doch nichts getan. Läufst du denn von mir weg? Ja, typische Frage. Also, was ist nun mit diesem Alan? Du machst mir Angst. Badge, Bitchlab, du gehörst mir. Hast du verstanden? Bitte, tu mir nichts. Ja, der Bitchslap war episch. Schon wieder ein Alter. Ja, dann nun? Was ist das? Ich blute wirklich aus der Nase. Ja, von habe ich auch mal schon so gehört. Gerüchte, wenn man im Staum stirbt und so. Schick es nicht mehr da, ob er weiter nach einem Auto sucht. Ja, andere Frauen gibt's ja nicht. Schon mitten in der Nacht. Und du gehst raus, ne? So, Tunneln halt. So, ich glaube, ich muss wieder zurückgehen. Warte, machen wir kurz Cut.